Привет! В прошлом видео мы с вами прошли теорию, мы выучили самые основные глаголы с предлогами, далее мы научились с ними задавать вопросы, далее мы прошли такое упражнение, как разговорный тренажер, и сегодня нам необходимо научиться воспринимать эти глаголы с предлогами на слух. И для этого мы с вами будем сейчас слушать текст, и далее вам необходимо будет его проработать. И самое важное, после того, как вы его проработаете, нельзя оставлять его просто без внимания и забывать про него. Далее его необходимо в течение нескольких дней еще раз прослушать 3-4 раза. И очень важно, когда вы будете его слушать, вам нужно прислушиваться к этим глаголам. Итак, давайте начнем. Daran denke ich jeden Tag. Daran, daran, ich denke daran. Ich denke an meinen Deutschunterricht. Ich denke an meine Arbeit. Ich denke viel zu viel an alles. Ich habe viel zu viel im Kopf. Ich muss gleich zur Schule. Ich will sehr gut Deutsch sprechen. Ich denke immer daran. In der Schule lerne ich nicht immer. Ich kann mich nicht gut konzentrieren. Ich denke über meine Zukunft nach. Denkt ihr auch über eure Zukunft nach? Oder denke nur ich? Darüber nach. Ich denke, ihr denkt auch darüber nach. Wir alle denken über unsere Zukunft nach. Wir alle denken nach. Worüber denkt ihr noch nach? Worüber? Worüber? Worüber denkt ihr nach? Worüber denken eure Kinder nach? Worüber denken eure Freunde nach? Worüber? Wisst ihr das? Okay, ich will darüber nicht mehr reden. Ich will daran nicht mehr denken. Video auf Pause und Woran denkt der Erzähler jeden Tag? Worüber denkt er nach? Ich werde euch jetzt lieber von etwas anderem erzählen. Wovon soll ich euch erzählen? Wovon? 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 Ich weiß. Von meinem Tagesablauf. Ja, genau. Ich will euch davon erzählen. Davon? Ja, natürlich davon. Ich stehe um sieben Uhr auf. Ich gehe in die Küche und frage meine Familie nach ihren Wünschen. Das ist sehr wichtig. Ich frage immer danach 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 danach. Wonach fragt ihr eure Familie? Wonach? 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 Auch danach? 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 Oder fragt ihr eure Familie nicht danach? Wir sprechen über das Essen und über unsere Pläne. Wir sprechen jeden Morgen darüber. Darüber. Sprecht ihr auch mit euren Familien über eure Pläne? Sprecht ihr darüber oder nicht? Ich denke, ihr sprecht darüber. Jede Familie spricht darüber. Nicht wahr? Doch ihr müsst mir nicht antworten. Ich weiß es selber. Jede Familie spricht darüber. Darüber, darüber, darüber. Поставьте Video на Pause und ответьте на вопросы. Wonach fragt der Erzähler seine Familie? Worüber spricht der Erzähler mit seiner Familie? Wie oft spricht er darüber mit seiner Familie? Jetzt werde ich von meinem Frühstück erzählen. Ich werde davon erzählen. Ja. Genau davon und nicht von etwas anderem. Ich esse nur Eier und Gemüse zum Frühstück. Ich achte auf meinen Körper. Ich achte auf meine Ernährung. Ich achte auf meine Gesundheit. Ich achte darauf. Ich achte sehr darauf. Darauf. Achtet ihr auch darauf? Ich weiß, ihr achtet darauf. Jeder achtet darauf. Oder achtet ihr nicht darauf? Worauf achtet ihr dann? Worauf? 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 Achtet ihr nur auf den Geschmack? Oder worauf? 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 Worauf achtet ihr? Worauf? Könnt ihr mir das sagen? Worauf achtet ihr? Worauf? 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 Okay. Ich werde nicht mehr danach fragen. Ich erzähle lieber etwas anderes. Поставьте Video na Pause und на вопросы muss man darauf achten,